Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung mit mir, Sachsen-Player. Wir gucken uns hier den Grimme Maxtron 620 sowie den Grimme Tektron 415 an. Zusammengefasst im Tektron-Track im Endeffekt ja von die Maxi. Die Manix, die Manix, wenn ich das richtig ausspreche. Den Maxtron für einmalige 512.965 € Anschaffungskosten. Den Tektron für 522.965 € Anschaffungskosten. Sowie hier 795 € sowie 795 €. Nehmen sich von der PS-Zahl her absolut nix. Ja, da würde ich mal sagen, klotzen wir nicht so lange, quatschen wir nicht so lange, klotzen wir mal. Wie das Ganze nochmal von ls13mods.ru. Modell und Textur. Ja, ich habe jetzt hier mal euch was vorbereitet. Und zwar auf der rechten Seite findet ihr die Originalmodelle von Giants, auf der linken Seite die guten ja, Umbauten bzw. Erweiterungen von den Modder. Wenn wir jetzt hier schon mal in Anbetracht sehen, was hier verändert wurde, ist es auf jeden Fall vorne das Schneidwerk. Ihr kennt das Pack vielleicht noch aus dem 13er, ja. Ich hatte es teilweise im 13er auch drin, weil es halt wirklich einfach angenehmer war. Ansonsten, wenn wir jetzt einfach mal so draußen rumfahren, Maxtron 620 bzw. Tektron 415, sieht alles auf den ersten Blick soweit sehr schnieke aus. Wenn man jetzt hier rangeht, sieht man aber, dass halt die Sicherheitsschilder etc. pp. Komplett verschwommen sind. Das ist hier leider Gottes auch nicht anders. Aber da zur Beruhigung, wenn wir uns jetzt hier das normale Modell ansehen, ist es das gleiche in Grün, was die Textur angeht. Da wurde also an sich gar nichts verändert. Ebenfalls nicht auf den ersten Blick wohl bemerkt. Somit kann man daran an sich auch nichts aussetzen. Daher interessiert uns hier mal das Schneidwerk. Und da sehen wir jetzt hier schon, das ist standardgemäß, sieht man ja gerade bei Ihnen hier, so ist es standardgemäße. Und hier wurde es halt erweitert, beziehungsweise halt nochmal links und rechts einmal nochmal hinzugefügt. Aber auch ohne, ja, Glitches oder irgendwas, dass es alles raushängt. Ihr seht hier, das sieht alles sauber aus. Na, ohne Probleme wurde auch hier sinnvoll erweitert. Aber man kann auch sagen, ja, okay, so kann man das im realen Leben von mir aus auch machen. Das Ganze kann man nämlich jetzt hier auch klappen, ohne jetzt zu den Funktionen zu kommen. Aber ihr seht, was ich meine. Hier backt nichts, hier glitzt nicht. Das sieht alles soweit ganz schnieke aus. Das gleiche hier drüben bei Ihnen. Sieht man hier, das wurde halt dementsprechend erweitert im Vergleich zu diesen hier. Ja, gibt es aber an sich auch nichts auszusetzen, wenn wir jetzt gerade das nochmal schnell hochklappen. Ja, sehen wir auch hier alles schnieke, alles pieke. Und somit gibt es insgesamt auch für Modelle und Texturen 5 von 5 Sternen. Kommen wir mal zu den Funktionen. Ja, auch funktionalitätstechnisch hat sich da jetzt nicht gerade großartig was verändert. Rundumleuchten gehen weiterhin über Steuerung Position 1 an. Die Lichter hat sich auch nichts verändert. Lichtskript ist auch weiterhin verbaut hier. Nimm 2, nimm 1, nimm Nummer 3. Die Hupe ist gleiche, mit X könnt ihr die ganze Maschine ein- bzw. ausklappen. Die einzige Besonderheit, die jetzt hier mit dran ist, dass ihr die Schneidwerke aufgrund der Größe nochmal separat ausklappen könnt. Das könnt ihr über die Taste M, wie gerade hier eben schon gezeigt. Das ist auf jeden Fall da schon mal eine sehr, 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 sehr schnieke Sache. Das muss man auf jeden Fall lassen. Und ansonsten würde ich sagen, switchen wir mal hier zum Felde. Da habe ich nämlich schon mal was vorbereitet. Ja, andere. Ich hoffe jetzt einfach nur. Ganze über. Jawohl, funktioniert wunderbar. So. Ihr seht, hier wird alles, wenn ich gerade das Set anmache, hier wird gerade alles aufgenommen. Das ist auf jeden Fall schon eine sehr beträchtliche Arbeitsbreite. Das Problem, was allerdings hier dran besteht, ich konnte es leider auch nicht aus der Beschreibung so ganz rauslesen, sind die Arbeitsbreiten. Ja, also wir haben ja eine, sonst haben wir hier eine stinknormale Arbeitsbreite, gerade bei den Kartoffelernter. Steht das hier überhaupt da, was das für eine effektive Arbeitsbreite ist? Nee, leider Gottes auch nicht. Vier Reihen, glaube ich, so, das waren ja so 6 Meter oder so hier. Ich weiß nicht, was wir jetzt hier für eine effektive Arbeitsbreite haben. Was könnten das sein? 10, 9, 9, 9 Meter vielleicht? Ich weiß es nicht so genau. Irgendwie sowas um die Dreh rum. Aber ihr seht auf jeden Fall, es geht bedeutend schneller. Und das Schöne ist auch, es geht auch mit Helfer. Ich steige jetzt einfach mal hier aus.
sag einfach mal, ich switch jetzt hier in den Rüpenernter rein. Oder halt, Oma, komm, wir fahren jetzt mal hier eine Runde. So, lass den hier so dran und läuft dementsprechend auch. Ihr seht, der hinten wendet. Ja, die Animation etc. pp. Wenn ich jetzt hier auf Helfer schalte, läuft er dementsprechend auch ohne Probleme. Und wenn ich jetzt mal kurz hier reinschwitche, ne, das läuft auf jeden Fall. Und gerade für die Kartoffel- bzw. Rübenernte, wer halt nicht so drauf steht, dass es halt so ewig lange dauert wegen den kleinen Schneidwerken, ist hier auf jeden Fall schon mal richtig, so wie ich stehe, dazu fest. Er macht alles das, was er machen soll, und deswegen gibt es auch für Funktionalität 5/5 Sternen. Kommen wir mal zum Lok, und das ist auch leider das Traurigste an dem ganzen Mod, denn der Lok ist, naja, ihr seht hier viele Fehler, und es kommt im Endeffekt nur aus eins, und zwar aus den Shader, beziehungsweise aus den Dirt Shader, denn diese sind aus irgendeinem fucking Grund auf PNG. PNG ist not good, ja, not good, not im Alice hier 2013, ne, noch im 2015er, deswegen meh, kann man dazu noch sagen. In Summe gibt es auch für Lokfehlerfreiheit nur eine befriedigende 3. Performance bzw. persönliche Meinung. Von der Performance her ist soweit alles in Ordnung. Die PNG sollten halt noch ausgetauscht werden, somit könnte man dann dementsprechend den V-Raum auch noch um einiges runtersetzen. Ansonsten Polygonanzahl etc. pp. Ist soweit alles im Normalwert. In der persönlichen Meinung, sehr schöne Fahrzeuge, wie gesagt, die Erweiterung, dass es vorne halt ein bisschen größer ist, wie gesagt, kenne ich jetzt schon aus dem 13er oder kennen wir schon aus dem 13er, sagen wir es mal so. Ist eine sinnvolle Erweiterung meiner Meinung nach, gerade halt für die, die es halt nicht so langsam haben wollen. Daran gibt es nichts auszusetzen, und deswegen gibt es auch für Modell und Quatsch, für persönliche Meinung bzw. Performance 5/5 Sternen. Somit kommen wir auf ein Gesamtergebnis von 18 von 20 Punkten. Das Ganze durch 4 ist 4,5. Da kann man jetzt auf- oder abwerten. Ich werde auf und gebe. Ich werde ab, Entschuldigung. Und somit gibt es auch insgesamt insgesamt halt, ne, 4 von 5 Sternen. Es tut mir leid, es ist früh am Morgen, wenn ich das hier aufnehme. Ja, in dem Sinne, wollt ihr euch nochmal downloaden? Link in der Videobeschreibung beim Modder bedanken, beziehungsweise in Verbesserungsvorschläge für die nächste Version da lassen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, haut rein. Tschüss.